Es war eine Meldung wie ein Hammerschlag. Russland habe einen deutschen Waffenmanager ermorden wollen, nämlich den Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Aber den Geheimdiensten, denen sei es in letzter Sekunde gelungen, den Plan aufzudecken und das Attentat abzuwenden. Doch immer mehr Unstimmigkeiten tauchen auf, sodass die Frage im Raum steht, gab es diesen Attentatsplan Putins tatsächlich oder handelt es sich nur um politische Propaganda? In diesem Video weise ich Sie auf ein sehr brisantes Faktum hin, über das bislang keiner zu sprechen wagt. Mein Name ist Martin Wehrle. Ich bin Autor des Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres unterstützt und inspiriert. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Ich sage Ihnen eines gleich vorweg. Mir ist bekannt, dass Russland für politische Anschläge verantwortlich ist. So wurde im Berliner Tiergarten ein Georgier ermordet und ein deutsches Gericht hat einen russischen Geheimagenten verurteilt. Und wer die Menschenwürde mit Füßen tritt, der hat mich zum Gegner, ganz egal, ob er als russischer Präsident Meinungsgegner einschränkt oder um die Ecke bringt oder ob er als amerikanischer Präsident in Guantanamo Menschen ohne jede rechtsstaatliche Grundlage festhält, misshandelt und foltert. Ebenso sage ich Ihnen vorweg, dass es mich auf die Palme treibt, wenn sich Konzerne mit Waffen und Mordinstrumenten eine goldene Nase verdienen und dafür mittlerweile sogar von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz gefeiert werden. Niemand sollte sich am Blut der Opfer bereichern dürfen. Doch die Wirklichkeit, die sieht anders aus. Das Handelsblatt schreibt am 14.03.2024 über Rheinmetall: Der Konzern profitiert von höheren Rüstungsausgaben in Europa und der Unterstützung der Ukraine. Konzernchef Papperger sieht in der Artillerie den größten Umsatztreiber für Rheinmetall. Gute Nachricht für die Aktionäre, das Geschäft mit dem Krieg, das boomt. Der Artikel ist mit geschmackvollen Bildern von Artilleriemunition aufgemacht. Und der geneigte Leser erfährt, dass Rheinmetall seinen Aktienkurs seit Anfang 2022 mehr als verfünffacht hat. Bei den Aktionären knallen die Sektkorken und in den Schützengräben, da knallen die Sprengkörper und reißen Menschen in Fetzen. Uff. Und jetzt zu der Meldung, Russland habe einen Anschlag auf Papperger, den Chef von Rheinmetall, geplant. Für mich steht die Frage im Raum, wer genau erhebt diesen Vorwurf? Erst wenn ich die Quelle kenne, kann ich einschätzen, ob das glaubwürdig ist oder aus der Muttenkiste der politischen Propaganda stammt. Auffällig ist, dass der angeblich geplante Anschlag auf Papperger den deutschen Geheimdiensten offenbar komplett entgangen ist. Sie, deren Aufgabe es wäre, rechtzeitig eine solche Sicherheitsgefährdung aus dem Ausland aufzudecken, sie wuschen ihre Hände mal wieder in Ahnungslosigkeit. Nun weiß ich, dass die deutschen Geheimdienste in Sachen Seriosität nur knapp vor Karnevalsvereinen liegen, spätestens seit ein gewisser Hans-Georg Maaßen den fliegenden Wechsel vom Staatsschützer zum potenziellen Staatsfeind vollzogen hat. Aber ist es wirklich glaubwürdig, dass von den rund 6.500 BND-Mitarbeitern kein einziger über seine Quellen von einem offenbar nicht besonders geheimen Anschlagsplan hier in Deutschland erfahren hat? Der Spiegel berichtet, dass der Hinweis auf den Anschlag aus den USA kam. Aha. Einerseits ist das plausibel, weil die Amerikaner beim Bespitzeln anderer Staaten Weltmeister sind. Wir erinnern uns alle noch daran, dass sogar die Telefonate unserer Kanzlerin Merkel abgehört wurden. So viel zum freundschaftlichen Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland. Aber andererseits, haben die USA nicht auch ein immanentes Interesse daran, ihren Erzfeind Russland mal wieder als Mörderbande hinzustellen? Es gibt eine Sache, die mich in diesem Fall extrem misstrauisch macht. Und zwar habe ich der Berichterstattung entnommen, die potenziellen Attentäter, die hätten sich im Schengen-Raum und auch schon in Deutschland aufgehalten, während sie observiert wurden von Sicherheitskräften. Da drängt sich eine Frage doch auf. Wenn Mörder in Spee durch unser Land schleichen, den Sprengstoff vielleicht schon im Koffer, was hindert die Polizei dann daran, diese Attentäter festzunehmen und ihre Pläne zu durchkreuzen? Auch darauf findet sich eine Antwort in der Berichterstattung. Ein solcher Zugriff sei unterblieben, weil die Beweise nicht ausgereicht hätten. Hoppla, genau jetzt habe ich ein intellektuelles Problem. Einerseits berichten die angeblich seriösesten Medien des Landes, ein Anschlag auf den Rheinmetall-Chef sei geplant gewesen. Und andererseits sagen die Ermittlungsbehörden, die Beweise hätten nicht mal für einen Zugriff ausgereicht. Dazu müssen Sie wissen, in anderen Fällen, in denen eine Straftat geplant sein kann, reicht ein Anfangsverdacht für einen Zugriff aus.
Wenn Ihr Nachbar zum Beispiel die Polizei darüber informiert, dass Sie womöglich an einer Bombe basteln und das Kanzleramt in die Luft jagen wollen, dann wette ich mit Ihnen, spätestens 15 Minuten später bekommen Sie bewaffneten Besuch von der Polizei. Und das ist auch gut so. Denn die Aufgabe der Polizei ist es, bei Gefahr im Verzug rasch zu handeln. Ob Sie wirklich sich etwas zu Schulden haben kommen lassen, das wird in der Regel nicht im Voraus, sondern erst im Nachgang geklärt. Dann nämlich entscheidet die Staatsanwaltschaft darüber, ob gegen Sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und damit oft ein Gerichtsprozess auf den Weg gebracht wird. Und nun stelle ich Ihnen die einfache Frage: Wenn Geheimdienste über glaubwürdige, ich betone glaubwürdige Informationen verfügen, dass aus Moskau geschickte Attentäter einen deutschen Staatsbürger umbringen wollen, warum werden diese Typen dann nicht festgenommen, sodass man sie verhören und vor allem eine rechtsstaatliche Untersuchung einleiten kann? Und ich höre als Antwort: Die Beweise, die haben leider nicht ausgereicht. Aber wenn die Beweise nicht mal für einen Zugriff ausreichen, wie kann diese Meldung dann der Aufmacher in der Tagesschau sein? Wenn die Beweise nicht mal für einen Zugriff ausreichen, warum wird dieser angebliche Attentatsplan dann nicht nur in den Medien, sondern auch in der Politik wie eine feststehende Tatsache behandelt? Zum Beispiel kam in Berlin gleich die Forderung auf, man müsse den deutschen Geheimdiensten mehr Spielräume geben, womit natürlich gemeint ist, dass die noch mehr in den Daten schnüffeln dürfen, auch bei Ihnen und auch bei mir. Und zugleich fühlen sich die kriegsberauschten Falken in allen Parteien darin bestätigt, weiter auf Waffenlieferungen in die Ukraine zu setzen, weiter die Illusion eines erfolgreichen Krieges zu nähren und weiter Russland als Feindbild zu stilisieren und Friedensverhandlungen eine Absage zu erteilen. Für mich ist diese Situation absurd. Das ist so, als würde morgen die große Schlagzeile erscheinen: Martin Wirle hat einen Überfall auf die Bundesdruckerei geplant und wollte dort den Geldspeicher leeren. Aber zugleich bewege ich, Martin Wirle, mich auf völlig freiem Fuß. Zugleich hat bei mir, Martin Wirle, niemals ein Polizeibeamter geklingelt. Und auf Rückfrage kommt dann heraus: Ja, man habe zwar einen Verdacht gegen mich gehabt, aber der hätte für eine Ermittlung eben nicht ausgereicht. Können Sie sich vorstellen, was ich dann von solchen Schlagzeilen hielte? Und können Sie sich vorstellen, wie sich diese Schlagzeilen auf mein Ansehen auswirken würden? Und jetzt malen Sie sich weiter aus, dass auf dieser Grundlage Politiker sagen: Die Kriminalität gegen Banken und ähnliche Einrichtungen wird immer schlimmer, wie der jüngste Fall bewiesen hat. Wir müssen die Sicherheit erhöhen und unsere Geheimdienste mehr gegen potenzielle Geldspeicherräuber vorgehen lassen. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein Verdacht ist gesichert, dann muss der Rechtsstaat so reagieren, wie es sich für eine Demokratie gehört, nämlich mit einem rechtsstaatlichen Ermittlungsverfahren. Oder, zweiter Fall, ein Verdacht, der lässt sich nicht erhärten. Dann ist es richtig, dass der Rechtsstaat von einer Ermittlung absieht, aber in diesem Fall, da muss eine solche geheime Information auch geheim gehalten werden. Denn sonst wird das Urteil den Medien überlassen und wilde Spekulationen, die kommen bei den Leuten als Fakten rüber. Ein abschreckendes Beispiel in dieser Hinsicht war die Sprengung der Nord Stream Pipeline. Immer wieder wurde im politischen Berlin der Verdacht geäußert, Putin habe seine eigene Pipeline in die Luft gejagt. Eine Version, die heute noch in CDU-Kreisen vertreten wird. Dabei deuten die Ermittlungen immer stärker darauf hin, dass dieses Attentat aus der Ukraine verübt wurde. Doch weil das, was ans Licht kommt, politisch höchst unerwünscht ist, wird über dieses Ermittlungsverfahren kaum noch gesprochen. Ich habe dazu ein sehr brisantes Video gemacht, bei dem es auch um die Rolle von Präsident Zelensky geht. Ich verlinke es für Sie am Ende dieses Videos. Mein Resümee in diesem Fall lautet: Es ist äußerst gefährlich, wenn uns Gerüchte als Wahrheiten verkauft und für politische Zwecke missbraucht werden. Ich finde, die Stimmung zwischen Russland und den NATO-Staaten, die ist schon so aufgeheizt, dass man mit zusätzlichen Funken äußerst vorsichtig sein muss. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ein Anschlag auf den Chef von Rheinmetall tatsächlich geplant war. Falls das so wäre, würde ich es zutiefst verurteilen. Aber mir entfällt kein vernünftiger Grund ein, warum die potenziellen Täter dann nicht dingfest gemacht worden sind. Darum schlage ich vor, dass wir uns an den Fakten orientieren, unabhängig davon, ob sie uns gefallen oder nicht. Bitte weitersagen an die Bundesregierung und auch an viele Medien. Und jetzt schauen Sie gerne noch mal ein Video darüber, was Präsident Zelensky womöglich mit der Sprengung von Nord Stream 2 zu tun hat. Es sind höchst brisante Indizien ans Licht gekommen. Klicken Sie das Video hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch ein.
Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas ganz Kostbares schenken, nämlich mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine Methode vor, die Ihr Leben verändern wird. Mehr Selbstbewusstsein, mehr Erfolg und mehr Beziehungsglück, die werden Ihnen spielend gleich gelingen. Egal, ob Sie 25 oder 85 Jahre alt sind, die 3-Minuten-Methode, die schenkt Ihnen ein erfüllteres Leben. Mein Leben hat sich schon verändert und das wird auch bei Ihnen klappen, versprochen. Klicken Sie jetzt hier, um mein Geschenk zu nutzen und meine raffinierte Methode kostenlos kennenzulernen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder auf diesem Kanal vorbei. Ihr Martin Behrle.